Jo Leute, da sind wir wieder bei meinem Bundesliga-Format, Bundesliga hautnah, und ich hoffe, ihr habt schon nach dem letzten Video abonniert. Heute sind wir in Hamburg bei den Towers und hier direkt am Spielfeld sind schon die Frankfurt Skyliners, die machen sich warm, da hinten sind die Hamburg Towers. Wir gucken uns jetzt gleich noch zusammen die Halle an, gucken, was Hamburg so zu bieten hat. Jo Leute, wir sind in Hamburg und wir gucken uns mal die Halle von oben an. Mal gucken, was die hier so kann. Ne? Also hier wird gleich so gut wie ausverkauft sein, habe ich gehört. Und ich hoffe mal, die Stimmung ist so gut wie letztes Mal in Rostock. Lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal für mehr Bundesliga-Videos. Wir brauchen euren Support auf jeden Fall für diesen Kanal. Auch schon ein geiler Blick von hier oben eigentlich. Hier sind die Stehplätze auf jeden Fall. Und ziemlich geiler Blick, würde ich sagen. So, heute sind wir bei Bundesliga hautnah auf meinem YouTube-Kanal bei Who is Olli bei den Hamburg Towers. Ich sag schon mal danke für die Einladung und sag doch mal, wer du bist und was du hier machst. Ich bin Flo, ich bin Pressesprecher bei den Veolia Towers Hamburg. Das muss sein, ist nämlich unser Hauptsponsor, Namenssponsor seit dieser Saison. Und Hamburg Towers ist unser Verein, Veolia Towers Hamburg. Das sind wir in der Bundesliga. Ja. Und ich bin ja gerade hier schon durch die Halle gelaufen, einmal habe ich mir das ein bisschen angeguckt. Ist ja schon eine ziemlich geile Halle für Basketball, weil ich habe schon lange nicht mehr gesehen, dass die Zuschauer so nah dran sein werden. Wie sieht es denn heute mit dem Spiel gegen Frankfurt aus, mit der Zuschauerzahl? Was wird heute erwartet so? Wir sind heute zum 12. Mal in Folge ausverkauft, 3.400 Zuschauende. Würde sagen, ist ganz gut. Gegen MBC am ersten Spieltag haben wir es nicht ganz geschafft, ausverkauft zu sein. Seitdem ist die Halle aber voll und da freuen wir uns super drüber, gerade nach Corona, dass jetzt so regelmäßig voll ist. Jetzt hat die Halle gerade aufgemacht, wenn ich das richtig sehe. Immer in der Regel so eine Stunde vor Tip-Off. Und wir haben oben so knapp 200, 300 Stehplätze hier im Umlauf. Und da kommen die Leute dann immer und wollen sich natürlich als erstes die besten Plätze sichern. Ja. Alle die keine Sitzplatzkarte haben. Habe ich aber auch gelesen, das wäre auch ein gutes Angebot, dass halt überhaupt Stehplätze angeboten werden. Ja, ne? Genau. Ist gar nicht mehr in jeder Halle der Fall. Die Edel Optics Arena hier, 2013 ja gebaut. Haben wir Glück, dass wir noch den Umlauf haben und dass wir auch noch Stehplätze unseren Zuschauern anbieten können. Hier gibt es unser Merchandising, eigene Kollektion, weniger wirklich Fan-Merchandise, dafür mehr Streetwear. Wir können mal einmal durchgucken, so ein bisschen. Also wir haben hier Hoodies, Hamburg-Karte, Towers-Schriftzug. Also ich finde mal, Streetwear finde ich immer schon cooler, wie jetzt da ein großartiges Sponsor-Shirt zu haben. Ich meine, wer das will, kann sich ein Trikot kaufen. Und das ist ja so, alltägliche Sachen sind immer cooler zu tragen, finde ich. Genau, für uns auch total wichtig, dass unsere Fans auch unseren Merchandise mit in ihre Welt nehmen, in ihre Alltagswelt. Und da bietet sich Streetwear natürlich viel, viel besser an. Deswegen seit diesem Jahr auch viel in Oversized. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, mir würde das vielleicht nicht mehr so gut stehen. Aber gerade für unsere jüngeren Fans ist das echt genau der richtige Schnitt. Und hier habt ihr einen kleinen Food Court. Weiß nicht, habt ihr, glaube ich, in beiden Ecken eine in der Halle, ne? Genau, also hier gibt es, Getränke, ein paar Snacks. Kochen dürfen wir hier nicht, weil wir leider keine Dunstabzugshauben haben. Deswegen können wir leider keine Pommes anbieten. Brezeln, Hotdogs, ein bisschen Currywurst gibt es auch, wenn wir die Form produzieren. Und ansonsten wird ganz viel getrunken. Ganz lecker. Wie sieht das hier in Richtung Fanclubs aus? Kann man da irgendwie stattfinden bei euch etc.? Ja, wir haben auch einen eigenen Fanclub, der ist noch relativ klein, der hat gerade so 40 Mitglieder ungefähr, der Hamburg Towers Fanclub. Die sitzen normalerweise, zeige ich euch auch gleich noch, ganz unten am Spielfeld, auch mit drei Trommeln vertreten. Jeder, der will, jede, die will, ist gern gesehen, da auch Mitglied zu werden. Ja. Ich habe gehört, ihr hattet ja auch einen ganz großen VIP letztens hier zu Gast aus der Basketballwelt. Genau, wir hatten Dirk Nowitzki zu Gast, das ist das erste Bundesligaspiel, das er sich angeguckt hat. Entschuldigung an die Kollegen aus Würzburg. Er hat sich aber auch relativ spontan angemeldet. Der war für einen Werbedreh hier. Und er ist mit Marvin Willoughby, also einem unserer Geschäftsführer, sehr gut befreundet. Die kennen sich ja noch aus alten Würzburger Zeiten. Dann hat er kurz Bescheid gesagt und kam dann relativ spontan vorbei. War natürlich für alle hier in der Halle ein zusätzliches Erlebnis bestimmt dann auch. Ne? Das auf jeden Fall. Ja, Glück gebracht hat es uns leider nicht. Also er muss noch mal wiederkommen und dann hoffentlich gewinnen wir dann auch. Also Dirk, ich weiß, du guckst die Videos ja hier immer. Nochmal nach Hamburg kommen bitte. Unbedingt. Ich kann euch einmal den Harald vorstellen. Ja. Harald ist seit Anfang an mit dabei, eines unserer ältesten Fanclub-Mitglieder. Trommelt auch bei uns.
ja. und hat sich ganz verrückterweise beide Logos tätowieren lassen. Also sowohl unser altes Logo als auch jetzt unser neues Logo. Aber wir doch mal, wie ist denn deine Liebe zum Hamburger Basketball entstanden? Meine Basketball ist entstanden, weil sie die Halle hier umgebaut haben. Früher war das ja bei der IGS, war das ja die Blumenhalle. Und dann hieß das ja, da soll der Basketball rein. Und dann habe ich mir so die Baupläne alle mal so, also die Pläne nicht, sondern eben halt den Zustand der Fortschritte für die Halle, und das habe ich beobachtet und geguckt und gemacht. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn die spielen, da wollen wir hin. So. Und dann sind wir hier so über mehrere Stationen, sind wir dann nachher im Block E gelandet und habe dann, als wir da angekommen sind, habe ich gesagt, Mensch, das ist ja so leise, das Trommeln. Da habe ich mir eine Trommel besorgt. Dann habe ich da angefangen, was die unten getrommelt haben, habe ich dann immer nachgetrommelt, und dann haben sie irgendwann gesagt, komm doch runter zu uns. Also wir sind heute ganz nah wirklich wieder am Spielfeld dran. Das wird ganz toll. Wir können gleich tatsächlich, gibt es eine Überraschung für uns, wir können gleich mit den Spielern quasi fast aufs Spielfeld drauf laufen. Und wie ihr seht, die machen sich gerade warm, die Hamburg Towers. Die Zuschauer machen sich auch so langsam warm. Die Halle füllt sich. Und ich glaube, das wird eine gute Stimmung gleich hier werden.